Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mal mit einer anderen Kamera. Ich bin ja noch so ein bisschen im Testmodus und hoffe, dass das hier jetzt einigermaßen klappt. Und ja, freue mich jetzt, die hier mal ausprobieren zu können. Und ja, wundert euch nicht bitte über meine noch etwas nassen, feuchten Haare. Die werden heute irgendwie nicht in der Luft trocken. Ich glaube, ich muss jetzt langsam mal wieder den Föhn auspacken. Ich habe die jetzt gefühlt, ja, über den ganzen Frühling, Sommer gar nicht irgendwie föhnen müssen, weil die recht schnell immer trocken waren. Aber ja, eigentlich möchte ich ja in meiner Curly-Hair-Methode. Ja, aber wundert euch nicht. Also es ist alles gut. Ich bin noch nicht in Eile, aber irgendwie trocknen sie heute nicht so wie sonst. Und ja, aber darum soll es heute tatsächlich gar nicht gehen, sondern um Impulse für eine Morgenroutine. Und zwar werde ich immer mal wieder gefragt, sowohl hier unter Videos, wenn es um das Thema Achtsamkeit geht, Bewusstsein geht, ja, und natürlich auch auf Instagram. Und da werde ich immer mal gefragt nach meiner Morgenroutine, wie die aussieht, was ich da mache. Ich habe ja auch schon die ein oder anderen Bücher dazu gelesen und möchte heute einfach Impulse geben. Es wird heute kein fancy Morgenroutine-Video, wo man mich von aus dem Bett steigend über hin zur Dusche, zum leckeren Frühstück bis hin zum Winken aus der Wohnungstür sieht. Nein, also ich bin, ja, ich möchte niemanden eine Morgenroutine vorschreiben oder ihm meine Morgenroutine aufs Auge drücken, sondern ich möchte, dass jeder einfach, wenn er sich dazu entschließt, sich mal an der Morgenroutine zu probieren, einfach Dinge ausprobiert und dann eben einfach sieht, was so klappt. Ich packe ein paar Buchtipps unten in die Infobox, die jetzt auch immer mal hier, ja, von denen ich hier auch immer mal erzählen werde. Und ich denke, wir starten einfach so ein bisschen. Zum einen natürlich der erste Punkt, jeder von uns hat schon eine Morgenroutine. Also sei es das, ich falle aus dem Bett, stürze mich in die Klamotten und fahre ins Büro, an die Uni, in die Schule. Jeder von uns hat im Grunde schon eine Morgenroutine. Die Frage ist nur, ob die ja im Grunde gut ist für uns. Ich bin jemand, der ja schon zu frühen Kinder-Jugendzeiten gemerkt hat, dass ich morgens eigentlich ein bisschen länger brauche, dass ich morgens schon so ein bisschen Gemütlichkeit brauche, dass ich ja mir auch Zeit lassen möchte, als dann, sage ich mal, so die Schminkanfänge kamen oder ja, man sich die Haare gestylt hat in der Jugend, dass ich da einfach schon ein paar mehr Momente für mich wollte und brauchte, um eben wirklich tatsächlich schon sehr achtsam und bewusst in den Morgen zu starten. Und ich finde es auch schön, einfach zu sagen, was ist mir am Morgen wichtig? Bin ich morgen schon überproduktiv? Macht es ja vielleicht sogar schon Sinn, die großen Aufgaben am Morgen anzugehen? Und ich möchte jetzt hier einfach Inspirationen, Impulse geben, und es ist alles ein Kann und kein Muss. Wenn ihr eben sagt, okay, irgendwie bin ich mit meinem Morgen unzufrieden, vielleicht hilft euch der ein oder andere Gedanke, ja, einfach mal was anderes, Neues auszuprobieren. Die Vorteile von einer geordneten, achtsamen Morgenroutine sind definitiv, dass man weniger Stress hat, indem man sich eben bewusst einfach die Zeit für Dinge nimmt und eben einfach zum Beispiel eine halbe Stunde früher aufsteht, um bewusst und achtsam durch den Morgen zu gehen und eben nicht diese Hektik schon am Morgen beginnt, weil ich tatsächlich auch sehr davon überzeugt bin, dass wie der Morgen anfängt, auch so ein bisschen der Tag wird. Ich finde auch, dass es hilft, sich besser kennenzulernen, wenn man mal eine gewisse Zeit sich beobachtet, in sich hineinhört und ja, einfach sich so die Gedanken darüber macht, was einen selbst eben gut tut, und dadurch lernt man sich natürlich dann auch besser kennen. Auch finde ich es persönlich immer schön, den Tag morgen schon ein bisschen vorzubereiten, zu überlegen, was steht heute auf meiner To-Do-Liste, was wird mich in der Arbeit erwarten, in der Uni erwarten, in der Familie erwarten, habe ich vielleicht nach der Arbeit noch Termine, treffe ich Freunde, höre ich Freunde, was auch immer. Ich finde es schön, dass man einfach morgens sich schon so ein bisschen einen Plan auch macht und eben alles irgendwie auch auf der Uhr hat, wie man immer so schön sagt, und dadurch auch irgendwie das Gefühl hat, dass man mehr schafft, weil man bereit für den Tag ist. Und viele sind eben auch morgens am produktivsten, und ja, es gibt ja auch zum Beispiel den 5-Uhr-Club, wo Leute wirklich um 5 Uhr aufstehen und schon eine Stunde ja, an ihrem Roman schreiben, an allen möglichen produktiven Dingen arbeiten, und das eben morgens, wenn noch die Welt schläft und vielleicht auch die Familie schläft,
einfach die produktivste Zeit zu nutzen. Und ja, das sind definitiv so ein bisschen die Vorteile davon. Den ersten Impuls, den ich geben möchte, ist, dass der Morgen schon am Abend vorher beginnt. Es gibt so ein schönes Sprichwort, nicht das Aufstehen ist unser Problem, sondern das zu Bett gehen. Und ich glaube, da ist tatsächlich schon ein bisschen was dran. Allerdings meine ich diesen Impuls ein bisschen anders. Ich bin durchaus jemand, der abends sehr gerne seine Küche schon mal ordentlich hat. Ich möchte, dass mein Tisch ordentlich aussieht, dass er vielleicht schon für den nächsten Tag irgendwie vorbereitet ist, wenn man zum Beispiel ein Frühstücksmensch ist, dass man sich die Dinge schon hinlegt. Ich mag es, wenn meine Spüle aufgeräumt ist, wenn alles im Geschirrspüler drin ist, wenn alles Mögliche, was irgendwie rumsteht, seinen Platz hat. Ich mag das auch in meinem Wohnzimmer und auch jetzt mittlerweile in meinem Homeoffice-Büro, dass ich eben morgens mir nicht erst ja, durch dieses ganze Chaos einen Platz schaffen muss, sondern eben alles schon an seinem rechten Ort ist. Auch eben schön ist, wenn man sich morgens die Dinge schon bereitlegt, also wenn ja, die Teekanne schon da steht, dass nur noch frisches Wasser rein muss, die Tasse schon an dem Platz steht, wo ich sie danach brauche, dass am Ende vielleicht auch, wenn ihr ein Mensch seid, der Klamotten gerne morgens schon gleich weiß, was er anzieht, sich die am Abend herauslegt, vielleicht auch schon das Handtuch für die Dusche im Bad bereitlegt und diese Dinge im Grunde schon vorbereitet und man einfach sagt, man macht sich abends diese 5 bis 10 Minuten Zeit und hat einfach am nächsten Morgen diese Zeit gewonnen, weil man eben nicht erst alles hersuchen und ja, im Grunde vielleicht auch erst Ordnung schaffen muss. Sehr schön finde ich am Abend auch ein Dankbarkeitstagebuch für den Tagesabschluss. Ich bin jemand, dem Journalen am Abend, wie man so schön sagt, sehr gut gelingt im Sinne von, wie war der Tag, das nochmal Revue passieren lassen, auch für 2, 3 Dinge einfach dankbar sein, die an diesem Tag waren und sozusagen alles nochmal an Gefühlen, Gedanken rauslässt, bevor ich mich dann im Grunde so ein bisschen in die Abendroutine begebe und ich merke, dass ich morgens dadurch einfach mit einem viel klareren Kopf aufwache und einfach sage, der Tag gestern ist abgeschlossen und dann interessieren mich auch viele Gedanken und Dinge nicht mehr, weil sie sind ja sowieso auch schon vergangen und das finde ich tatsächlich, also ist etwas, was mir persönlich sehr gut tut und ja, was ich auch einfach gar nicht mehr hergeben möchte. Und dann tatsächlich, was ich auch einen sehr guten Tipp fand, ich weiß nicht mehr aus welchem der Bücher, die ich euch unten verpacke, ich das hatte, war ein bewusstes Einschlafen mit dem Ziel, morgens wach und fit zu sein. Also, dass man im Grunde diese Art Affirmation, diese ja, Vorstellung im Kopf hat, ich schlafe jetzt gut ein, ich schlafe jetzt schnell ein, ich habe einen guten Schlaf und ich werde morgens aufgewacht. Munter aufwachen und fit sein und gut geschlafen haben und gut für den Tag sein. Und wenn man mit diesen positiven Gedanken in die Nacht startet, dann heißt es in dieser Theorie, dass man eben am nächsten Morgen genauso aufwacht, weil man eben dafür bereit ist. Funktioniert immer mal wieder, funktioniert aber auch manchmal nicht. Also das ist, glaube ich, einfach etwas, das man ausprobieren sollte, wenn man das möchte und eben einfach sich mal den Gedanken so durch den Kopf gehen lässt. Zum anderen heißt es ja auch sehr oft, dass wenn man bewusster träumen möchte, dass man sich eben abends im Grunde auch sagt, so, ich träume und ich möchte mir das merken und ich möchte wissen, was ich geträumt habe und dass das tatsächlich durch dieses Bewusstschaffen, dass man sich das eben ganz klar macht, dass das tatsächlich etwas macht in unserem Kopf. Der zweite Impuls, die zweite Inspiration ist der richtige Wecker. Ja, es gibt doch nichts Schlimmeres als einen kreischenden Wecker am Morgen, zumindest für mich. Ich finde es schön, wenn ich durch einen angenehmen Ton oder auch durch so ein bisschen Licht geweckt werde, was mich einfach sehr viel entspannter aufstehen lässt, wenn neben mir irgendwie Meerrauschen ist oder ein Vogelgezwitscher im Wald. Ich finde das viel entspannender und auch so, mein Handy lässt sich im Grunde auch so mit Licht so ein bisschen wecken. Also es kommt erst das Licht durch den Bildschirm, dann kommt die Melodie. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Sehr stressig finde ich zum Beispiel, wenn der Vibrationsalarm ist oder wenn der Wecker tüt-tüt-tüt-tüt macht. Ganz nervig fand ich früher mein Radiowecker, den ich dann so eingestellt habe, dass er mich möglichst erst nach den Nachrichten weckt, weil ich fand es nichts deprimierenderes, als um Punkt ganz oder halb aufzustehen und dann erstmal 3, 4 Minuten Nachrichten zu haben, um schon zu wissen, was auf dieser Welt alles gerade schlecht ist. Da war der Tag gefühlt auch schon dahin. Und ein ganz schreckliches Erlebnis hatte ich mal Ende Oktober, Anfang November, schon einige Jahre her. Da war ich auf einem bayerischen Sender bei Antenne Bayern und die haben von Schneechaos gesprochen und keine Ahnung, so mit halbem Ohr habe ich da nur zugehört und ja, gehen Sie am besten schon eine halbe Stunde vorher los, hier ist kein Durchkommen und ich so im Halbschlaf, oh mein Gott,
Oh, es ist doch erst Oktober, wie kann hier schon Schneechaos sein? Und habe ich schon Winterreifen drauf? Ja, hatte ich. Und ja, dann war aber die Region irgendwie um München gemeint und nicht meine Region hier im Norden von Bayern. Und ich habe dann den Rollo hochgemacht und dachte, Schnee. Das hat für mich erstmal die ersten 5 Minuten des Morgens waren gefühlt schon dahin, weil dieser Gedanke, oh, da musst du noch rausgehen und schoren und musst alles frei machen und dein Auto. Und ich war schon so gestresst, obwohl überhaupt nichts passiert war. Und seitdem habe ich den Radiowecker dann gefühlt auch verbannt. Das muss ich ganz klar sagen. Tatsächlich ist es auch so, dass wenn ich einen Klingelton schon abgrundtief hasse und schon am Abend weiß, dass der mich am Morgen nervt, dann wird er mich nerven. Und ob er mich dann ja sehr effektiv aufwachen lässt, ist dann ja auch sozusagen nochmal die andere Frage. Auch die Snooze-Taste sollte nicht benutzt werden. Ich glaube, das ist so ein Tipp, den man überall hört, wenn es um Morgenroutinen und Bewusstsein geht, denn die bringt tatsächlich nichts. Ich weiß, dass diese Taste sehr, sehr beliebt ist, im Sinne von der Wecker klingelt, ich habe nochmal 5 Minuten, nochmal 5 Minuten und nochmal und am Ende war die Viertelstunde, die ich eher aufstehen wollte oder normal aufstehen wollte, im Grunde ja sowieso dahin. Und für mich gibt es tatsächlich nichts Besseres, seit ich die Snooze-Taste abgeschafft habe und sage, der Wecker klingelt, ich mache mich langsam wach, setze mich schon ins Bett und dann fängt im Grunde der Morgen schon an. Das ist wirklich ein Tipp, den ich wirklich sehr, sehr geben kann und der ja, ich euch sehr ans Herz legen kann, weil ich tatsächlich schon gemerkt habe, dass das einen Unterschied macht. Weil dieser Schlaf in diesen 4-5 Minuten, das ist überhaupt kein guter Schlaf und ich habe gemerkt, dass ich danach manchmal eigentlich noch platter war, als wenn ich einfach zur richtigen Zeit aufgestanden wäre. Und was auch noch hilft und was ich auch im Freundeskreis beobachte, ist, dass sich Leute den Wecker sehr weit wegstellen, manche direkt auch aus dem Schlafzimmer heraus, dass sie wirklich aufstehen müssen und hingehen müssen, dass er weit vielleicht am anderen Ende des Schlafzimmers steht und dass man so einfach irgendwie gezwungen ist, aufzustehen und dann ist man wach und man legt sich dann in der Regel auch einfach nicht mehr hin. Also der richtige Wecker, das richtige Wecken, wirklich schon ein großer Punkt in der Morgenroutine. Der dritte Impuls wäre dann musikalische Playlist so für den Morgen. Dass man einmal sich seine Morgenroutine überlegt, einmal diese Morgenroutine vielleicht auch in Schritte teilt, vielleicht auch mal misst, wie lange bin ich morgens im Bad, was mache ich dann in der Küche, was mache ich dann, dann ziehe ich mich um und dann nehme ich vielleicht meine Tasse Tee und gehe noch 10 Minuten auf den Balkon, die Terrasse oder setze mich gemütlich irgendwo hin. Und dass man einfach das mal so ein bisschen misst, sozusagen ein-, zweimal, dass man ein Gefühl für diese Zeiten bekommt und sich dann Songs auswählt, die genau dazu passen. Also vielleicht eine sehr entspannte erste 5 Minuten, dann vielleicht nochmal 5 Minuten für eine Yoga-Einheit, dann wird es ein bisschen energischer, weil man duschen geht, weil man ins Bad geht, weil man Zähne putzt, dann geht es weiter in die Küche und so plant man sich diese Musik und hat dann eben am Ende eine Playlist, wo man nach einigen Malen ein sehr gutes Gefühl dafür bekommt, bin ich gerade gut in der Zeit oder nicht. Also ich gucke dann nicht ständig auf mein Handy, um auf die Uhr zu schauen oder in den Räumen, wo eine Uhr hängt, auf diese Uhren, sondern ich weiß so, jetzt bin ich bei der Musik. Entweder muss ich jetzt noch einen Zahn zulegen oder ich kann jetzt im Grunde mich, bin gut in der Zeit und alles passt und ich kann mir vielleicht sogar Zeit lassen. Mir hilft das tatsächlich sehr. Ich habe das nicht jeden Morgen, weil ich auch durchaus bei spannenden Hörbüchern morgens auch mal Hörbuch höre. Aber ich finde das tatsächlich sehr hilfreich, wenn man so ein bisschen wieder seinen Rhythmus finden muss. Gerade nach dem Urlaub in der ersten Woche fand ich das sehr gut, um so ein Gefühl zu bekommen, so bist du irgendwie jetzt richtig, trödelst du sehr oder meinst du es auch zu schnell? Manchmal denkt man ja auch, man muss alles hurtig machen und hat dann noch eine Viertelstunde Zeit. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, sondern dass der Morgen so startet, wie man ihn eben sich vorgenommen hat. Und es hilft auch, sich schon Songs im Grunde für dieses jeweilige To-Do, was man hat, im Grunde so ein bisschen zu überlegen, will ich was Rockiges, was Lautes, will ich eher was Leises, brauche ich in meiner Yoga-Einheit natürlich eine ganz andere Musik, als ich zum Beispiel beim Journalen möchte, will ich vielleicht auch einfach mal nur so ein bisschen eine rauschige Hintergrundmusik, suche ich mir so ein bisschen Entspannungsmusik, wo ein Fluss fließt oder irgendwie sowas. Also, dass man sich das tatsächlich einfach mal überlegt und dann eben einfach mit dieser Zeit, mit diesem Zeitgefühl sagt, okay, ich bin gerade richtig in der Zeit oder nicht. Also ich bin da wirklich drin. Ich merke nach 2-3 Tagen, wie ich den Rhythmus dann wieder habe und brauche dann im Grunde auch nicht wirklich eine Uhr, sondern weiß so, jetzt ist es die und die Uhrzeit und du bist im Fluss und alles ist am Morgen gut. Und ich habe dadurch eben auch so zwischen den To-Dos morgens eben auch einfach so einen Luftschnapper oder einen Streichler für meine Katzen, ohne dass ich irgendwie in Hektik ausbreche.
Der vierte Impuls, vierte Inspiration ist dann das Klassische, was man sehr oft bei Morgenseiten hört, dass man Yoga macht, dass man atmet, dass man meditiert, dass man Sport macht und dass man Morgenseiten macht. Also was definitiv hilft, ist ein Fenster aufzumachen, tief Luft zu holen und sich einfach mal diese Minuten zu nehmen, um aufzuwachen. Also ich finde, gerade jetzt im Sommer gab es nichts Schöneres, als auf meinem Balkon zu gehen, einfach mal 5 Minuten da zu sitzen, zuzusehen, wie die Sonne hochgeht, wie man Vögel hört, wie man Vögel sieht, wie auch mein Eichhörnchen durch den Garten läuft. Und ich fand es auch ganz schön, meine Katzen morgens zu beobachten, wie die im Grunde ratzfatz wach sind und wie da hier auch wirklich die Augen und der Geist schon wach ist, wenn man da auf den Balkon geht. Also das ist tatsächlich was, was mir sehr, sehr gut hilft. Da morgens der Geist noch relativ ruhig ist und noch nicht vorbelastet ist, wird auch sehr oft empfohlen zu meditieren. Wer da also vielleicht mit einer Routine beginnen möchte, es gibt da ja verschiedenste Möglichkeiten von der geführten Meditation, da gibt es unterschiedlichste Themen, da kann man auf Spotify schauen, aber auch auf YouTube, da findet man durchaus auch Meditationen am Morgen, also da kann man da auch einfach mal danach suchen und dann bekommt man eben eine geführte Meditation, wenn man damit eben anfangen möchte. Wenn man einfach sagt, ich bin schon gefestigt in meiner Meditationsroutine, dann kann man natürlich auch einfach allein, man ist ja immer allein, vor sich hin meditieren und diese ruhigen Momente dem Geist auch nochmal ganz bewusst geben, dass man wirklich bei sich ankommt, dass man in dem Tag ankommt, in dem Moment und dann ja einfach den Geist sozusagen einfach nochmal beruhigt, bevor es dann losgeht. Auch sehr zu empfehlen ist morgens sich einfach zu dehnen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, jeder muss am Morgen Yoga machen, aber wenn man sich einfach dehnt und streckt und einfach schon mal so ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringt, glaube ich, ist das tatsächlich was sehr Gutes durch die Nacht, in der man ja doch sehr, sehr viel liegt, vielleicht auch sehr, ja, eingekuschelt und eingekrampft liegt, einfach sagt, so, jetzt strecke ich mich, ich öffne mich und atme dadurch sehr bewusst. Und wenn man das einfach, da reichen ja 4, 5 Minuten am Morgen, das ist tatsächlich auch was, was mir am Morgen sehr hilft. Ich bin jemand, der durchaus morgens auch schon Yoga macht und die ein oder andere Übung bevorzugt natürlich den Sonnengruß in etwas langsamerer Version, einfach wirklich, um schon mit der Atmung in den Flow zu kommen, wo ich sage, das hilft definitiv am Morgen. Sehr häufig hört man so seit 2, 3 Jahren etwas von den Morgenseiten. Die sind ja wirklich in aller Munde, dass man morgens als erstes sich hinsetzt und 3 Seiten voll einfach schreibt, was einem durch den Kopf geht. Und das soll im Grunde ja auch so ein bisschen Kreativität fördern und auch ja, wieder dazu führen, dass man sich selbst besser kennenlernt, seine Gedanken, dass man Selbstreflexion macht. Und ich bin da noch so ein bisschen im Übungsprozess. Ich bin noch nicht so richtig in den Morgenseiten angekommen. Ich mache das jetzt, seitdem im Grunde mein Urlaub geendet ist. Das ist der 2. Versuch. Es ist besser als beim ersten Mal, aber ich habe morgens manchmal einfach keine Gedanken und dann sitze ich da und dann schreibe ich 5-mal, ich habe keine Gedanken, gerade ist mein Kopf leer. Das ist ein bisschen frustrierend. Umso mehr helfen mir zum Beispiel so Schreibimpulse. Ich habe zum Beispiel ein Kartenset von einer Instagrammerin aus der Schweiz, die im Grunde dir Schreibimpulse auf so Karten gemacht hat. Das finde ich tatsächlich hilfreich, wenn man sich nicht selbst Gedanken machen muss, sondern eben einen Impuls hat. Und das finde ich tatsächlich richtig toll und hilft. Man kann es einfach mal probieren. Es ist ja alles kein Muss, sondern nur ein Kann. Und es gibt sehr viele Menschen, die mit den Morgenseiten sehr gut zurechtkommen, die da ganz toll was aus sich herausnehmen, für die vieles klarer wird. Und auf diese Momente warte ich tatsächlich auch noch, dass dieser Impuls des Schreibens, dass der noch irgendwas dann auch in meinem Kopf macht, da bin ich sehr neugierig und warte so ein bisschen drauf. Aber es ist, wie gesagt, eine Inspiration, ein Impuls und kann man das einfach mal ausprobieren. Und ich glaube auch in 1 oder 2 Büchern, die ich unten verlinke, ist das im Grunde mit ein Tipp. Und der 5. Impuls ist dann, dem Körper und dem Geist etwas Gutes zu tun. Das fängt vielleicht schon morgens an, indem man vor dem Zähneputzen mit Öl zieht. Da gibt es verschiedenste Techniken, verschiedenste Tipps, welches Öl man verwendet, aber eben alles, was irgendwie negativ im Mund ist, was im Grunde ausgeschieden wurde aus dem Körper. Man sagt ja sehr oft, dass die Zunge die Darmverlängerung ist, dass man das im Grunde aus dem Mund entfernt. Das einfach, 1, 2 Minuten ist da im Grunde schon ausreichend, dass man sich da morgen schon etwas Gutes tut, dass man die Zähne putzt, dass man ja im Grunde den ganzen Mundraum reinigt. Das kann man
man natürlich auch am Abend machen. Ich kenne auch Leute, die machen Ölziehen am Abend. Ich bin da aber tatsächlich eher morgens ein Freund von, aber das muss man einfach für sich entscheiden. Dann wird einem auch sehr oft empfohlen, gleich morgens ein, zwei Wassergläser zu trinken. Also wirklich den Körper darauf vorzubereiten, so jetzt geht der Tag los, mach dich bereit. Und das macht man am besten mit Wasser oder mit warmem Tee. Und dass man das tatsächlich am Morgen einfach schon trinkt. Und mir fällt das tatsächlich gar nicht schwer, in meiner Morgenroutine zu trinken. Ich bin jemand, der relativ durstig ist und wirklich über den Tag verteilt auch viel trinkt. Und ich habe mir das so angewöhnt und finde es tatsächlich im Herbst, Winter sehr schön. Da bereite ich meinen Tee abends vor, packe die zwei Tassen dann in eine Thermoskanne, mache die zu und morgens ist dieser Tee dann im Grunde trinkwarm. Also er ist dann nicht zu heiß, sodass man erstmal eine halbe Stunde warten muss, sondern er ist so warm, dass ich ihn im Grunde trinken kann und das finde ich sehr ideal. Ich weiß auch, dass das Leute sehr oft mit ihrer Milch so machen oder mit ihrem Milchersatzprodukt für ihr Porridge, dass sie die abends schon vorkochen, in eine Thermoskanne geben, bitte nicht mixen, also Milchgetränke und Wassertee, sondern dann zwei verschiedene Thermoskannen nehmen und dass die dann im Grunde diese warme Milch schon verwenden können, weil die dann am Morgen eben ja, trinkwarm sozusagen ist. Und das funktioniert wohl auch ganz gut. Auch gibt es ja häufig den Tipp, Wechselduschen zu machen am Morgen, also zwischen kalt und warm zu wechseln. Und ich glaube, damit etwas Kalten zu enden, ich weiß jetzt gerade gar nicht, das ist nämlich etwas, was für mich morgens überhaupt nicht in Frage kommt. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man schon verfroren in den Tag startet. Im Sommer ist das noch ganz angenehm, so mit einer lauwarmen Dusche, aber kalt duschen, da bin ich absolut falsch. Aber es wird eben empfohlen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, um ja die Durchblutung zu fördern, um einfach klar und wach zu sein. Und es heißt ja auch sehr oft, dass Kaltduschen die Kreativität fördert. Also jeder, der da etwas braucht, also für mich ist es nichts. Aber es ist natürlich ein Gedanke, den ich hier einfach mitgeben möchte. Und der letzte Gedanke ist dann, die Zeit auch einfach mal zu genießen. Also einfach 5 Minuten zu haben, in denen man nichts muss und alles nur kann. Es ist egal, ob man da mit seinen Katzen, Haustieren schmust, ob man sich schminkt, ob man Kleidung entspannt auswählt, ob man auch einfach mal vor dem Schmuckregal steht und überlegt, welche der 3 Ohrringe nehme ich heute, dass man einfach auch mal da sitzt und ja, aus dem Fenster schaut, dass man vielleicht auch schon was liest. Also ich bin auch durchaus jemand, gerade im Urlaub und an den Wochenenden, der morgens einfach schon eine halbe Stunde gerne liest und sich diese Zeit dafür nimmt, um so ganz frisch auch in diese Geschichte dann einzusteigen. Einfach zu sagen, ich mache mal 5 Minuten was, was mir auch Spaß macht. Denn doch von vielen von uns ist einfach der Morgen hektisch und auch meiner war das zeitweise und ich finde, es gibt nichts Entspannteres und Schöneres für den Tag, als einfach achtsam und bewusst in diesen Tag zu starten. Und ja, das hat so viel mehr an Lebensqualität gebracht und ja, das möchte ich mit diesem Video einfach weitergeben. Und das waren sie jetzt, viele, viele Tipps mit den 5 Hauptkategorien. Buchtipps unten in der Infobox, schaut da gerne einfach mal vorbei, ob da was dabei ist für euch. Kann ich bis auf eins, das ich noch nicht gelesen habe, auf jeden Fall empfehlen, ist aber auf meiner Wunschliste. Von daher ja, bin ich da auf jeden Fall sehr neugierig. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps und Impulse für eine Morgenroutine oder habt noch Fragen, Anregungen, dann natürlich gerne in die Kommentare. Lasst uns da ein bisschen austauschen, ob das ein Thema ist, was auch für euch interessant und spannend ist. Und dann hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat und ja, bin gespannt auf eure Kommentare. Danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.